Ja, hallo liebe Camping- und Wohnmobilfreunde, hier ist der Frank von Up & Down Van Life. Wir haben heute den 20.02.24. Ihr wisst ja, wir sind hier in die Sonne gefahren. Alle, die anderen der vorigen unserer Frankreich-Spanien-Reise-Videos gesehen haben. Und heute stellen wir euch mal den Platz vor, hier an der Costa Brava in L'Estartit. Mein Gott, ich habe es endlich raus. Bei der Höhle ist Licht in Sicht. Wie man das ausspricht. Und zwar, ihr kommt von da vorne. An der Hauptstraße, wo der LKW da hinten fährt, von links kommt, man fährt hier rein und direkt an dem Spar-Supermarkt, der allerdings zu hat, seht ihr dann hier die Einfahrt vom Campingplatz, ich falte mal die Kamera da oben drauf, La Sirena, ja, hier ist also die Einfahrt, Mülltonnen stehen hier vor der Tür, ihr kommt hier rein, so wie der Holländer jetzt hier vor uns, dann fährt man links ran, dann wird geparkt, da haben wir auch gestanden. Dann ist hier rechts das Glasgebäude, die Rezeption. Camping La Sirena steht ja nochmal dran. Geht dann auf den Platz und könnt euch dann einen Platz aussuchen, der noch frei ist. Kommt dann wieder zurück. Ja, und dann wird hier alles in der Rezeption geregelt. Schranke geht dann automatisch auf. Fahrräder kann man sich übrigens auch ausleihen. Normale allerdings nur. Ja, hier wird dann geparkt, so wie der holländische Pärchen hier. Dann ab durch die Schranke. Hier stehen schon die ersten. Und dann haben wir geguckt gestern, wo wir sind ja gestern hier angekommen, wollte ich eigentlich, also ich hatte eigentlich vor, da zu stehen, wo der Holländer steht. Eigentlich ein super Platz, finde ich. Ja, auch genauso, beziehungsweise auch vielleicht andersrum, je nachdem hätten wir uns da hingestellt. Allerdings sind die Plätze, die haben noch ein Elektrizitätsproblem, hat er gesagt, da ist kein Strom. Das heißt, wir sind 4 Tage hier und 4 Tage ohne Strom wollte ich jetzt nicht. Weiß nicht, ob das gereicht hätte. Dann hätte es, keine Ahnung, also wir hätten vielleicht geschafft, mit Solarpanel habe ich zwar bei, aber ich habe gesagt, komm, nehmen wir einen anderen Platz. Und der Platz geht im Prinzip die Einfahrt der Hauptstraße und gibt nur diese Hauptstraße. Ist ungefähr ja, 400 Meter bestimmt lang und dann gehen links und rechts die Plätze weg. Hier wird noch renoviert. Weil die Saison hat ja gerade erst mal angefangen und von daher ist auch noch nicht alles auf. Na, wenn dann hier reinkommt, da rechts ein kleiner Spielplatz, hier rechts Spielplatz. So, und hier ist der Pool, der ist direkt ziemlich am Anfang. Der hat jetzt zwar Wasser drin, aber so warm ist es jetzt auch wieder noch nicht, dass man sagen kann, man könnte da schwimmen gehen. Ja. Ja. Ist auch noch gesperrt, ist alles zu. Ich denke aber auch nicht, dass das überhaupt erlaubt ist, selbst wenn einer möchte. Ja, gehen wir weiter. Ja, dann haben wir hier links Supermarkt. Der ist allerdings auch noch zu und Takeaway, Restaurant, Tischtennisplatte. Das wäre alles hier. Ja, und dann haben wir hier Sanitärgebäude. Frauen und Männer. Und wenn ich jetzt hier den Gang runter gehe, komm, wir gehen mal eben einmal rein. Aber ganz kurz, keiner drin ist. Ja, ja. Dusche, alles tipptopp. Toilette auch. Immer alles sauber. Toilettenpapier habt ihr auch. Waschbecken. Pissoir für Männer. Frauen ist dann halt in diese Richtung. Ja, ganz normal, man braucht keinen großen Aufstand machen jetzt hier mit den Duschen und es wäre so immer Blödsinn, wenn jetzt alles normal ist, braucht man normalerweise auch nicht immer filmen, sondern links, ja, was sind das? Afrika-Zelt oder was, keine Ahnung, kann man mieten, Wohnmobilheim haben sie auch. Ja, und hier fangen dann die ersten Parzellen an, da passen dann immer jeweils 4 Mobile rein,
Ist aber dann auch eng, wenn da Firmenmobile drinstehen. Ja, hier habt ihr die Wohnmobilheime noch, hier auch wieder. Ist auch nicht besonders voll der Platz bis jetzt. Also stopp, wir haben noch was vergessen, fällt mir gerade ein. Ich muss noch mal kurz zurück. Also da war ja Restaurant und hier, ja ich weiß gar nicht. Also Hunde sind übrigens auch erlaubt am Platz. Ihr könnt da eure Hunde abbrausen. Chemietoilettenentsorgung, Behinderten-WC. Ja, waschen könnt ihr ja auch. Trockner. Da ist auch nochmal, keine Ahnung, wofür das jetzt da ist, eine Ecke. So, was war hier noch irgendwas gewesen? Also hier ist dann nochmal, ja. Spülen. Boah, hier stinkt es aber drin. Alto Belli. Also hier hinten rum, wenn man hier einmal rumgeht, kann man sehen, hier ist das Naturschutzgebiet mit verschiedenen so Teichen und so. Ne? Ja, und hier könnt ihr dann parallel, wenn ihr den Weg lang geht, kommt ihr auch wieder hinten auf den Hauptweg aus. Und hier kommt ihr auch zu den Parzellen. Wir stehen da vorne an dem Baum. Kommen wir gleich vorbei. Beziehungsweise man könnte auch hier lang laufen zu den einzelnen Parzellen. Aber wir bleiben jetzt mal hier kurz auf dem Hauptweg. Ja, im Prinzip gibt's hier, kann man sich hier nicht verlaufen. Gibt es nur einen Weg, der geht hinten durch bis zum Tor. Da kommt man dann zum Strand. Ich sage, das sind ungefähr bestimmt 400 Meter locker. Ne? So, hier waren wir ja gerade schon. Ja, hier ist die Parzelle. Das ist unser Auto. Barbara hat sich gerade was hingelegt, deswegen mache ich das jetzt hier alleine. Ist ja gerade gekommen. Ja, hier geht's weiter. Also. So, hier sind wieder ein paar Wohnmobilheime dann zwischendurch. Da wieder ein Naturschutzgebiet. Das ist der eine Weg, den ich gerade gefilmt habe, der dann wieder, wo ich gesagt habe, der führt wieder auf den Hauptweg. Ja, und dann sind hier noch Stellplätze auf jeden Fall. Da hinten steht auch einer. Und diese Richtung ist das zweite Sanitärgebäude und das dritte Sanitärgebäude. Und die Bilder von da hinten, die haben wir heute Vormittag aufgenommen. Die spiele ich euch jetzt mal eben ein, weil dann braucht ihr nicht wieder bis dahin hin. Ja, wie ihr schon gesehen habt, ist der Platz ja wirklich sehr in die Länge gestreckt. Und hier seht ihr überall die Stellplätze. Im Moment noch nicht belegt. Wir sind gerade durch dieses Türchen gekommen. Da bekommt man ja diesen Code, um da auch wieder hereinzukommen. Und da ist auch der Strandzugang. Dann noch so ungefähr 20 Meter weiter, dann seid ihr schon am Beach. Ja. Und hier vorne ist das erste Sanitärgebäude. Insgesamt gibt es drei hier auf dem Platz. Das erste am Anfang ist im Moment geöffnet. Aber dann, wie gesagt, nach und nach im Laufe der Saison öffnen natürlich auch alle. Hier wird jetzt wirklich noch gewerkelt. Der Platz, der ist ja ab 10., ich glaube, den 10. Februar hat er geöffnet, genau. Wird alles noch hübsch gemacht und aufgeräumt, aber ich muss sagen, der ist wirklich sehr ordentlich, der Platz. Jeder Stellplatz hat natürlich auch Stromanschluss und dann gibt es halt Wasserentnahmestellen. Jedes Sanitärgebäude, da könnt ihr eure Chemiekassette entleeren. Ganz vorne ist dann einmal auch für das Grauwasser die Möglichkeit, das zu entsorgen. Ja, und der Frank, der filmt hier vorne, ist wie gesagt die Wasserentnahmestelle. Die sind so etwas parzelliert hier, die Plätze mit so kleinen Stöckchen. Wir finden hier vorne, wo wir, also der Platz, den finden wir total schön. Da sind dann vier Parzellen so für sich, in sich abgeschlossen. Ein bisschen windgeschützt. Ja, und alles andere später. Hier seht ihr nochmal die Rückseite, wo der Fußballplatz war. So. Habe ich noch irgendwas vergessen? Preis, also wir, da müsst ihr auf der Homepage gucken, blende ich euch alles wieder ein. Wir haben jetzt bezahlt, weil es gibt hier große und
kleine Parzellen. Wir haben jetzt eine kleine und es gibt auch noch XL. Aber unser 7 Meter reicht die kleine aus. Wir haben jetzt pro Tag 18 Euro bezahlt im Februar. Ohne Axi-Karte. Wir haben keine, der hat uns eine Axi-Karte gesagt, die haben wir nicht. Also von daher kannst du wirklich nicht meckern. Campingplatz 18 Euro in der Costa Brava. Also das ist wirklich mehr als gerecht, ne, für das, was hier alles ist. Ja, und dann noch mal ganz kurz, für alle, die jetzt nur diesen Platz, die Video von dem Platz hier angeguckt haben. Da oben könnt ihr Toroxo und Rocco Mauro sehen. Da haben wir eine Tour, die Überschreitung gemacht. Sehr interessant, wunderbar, wer wandern möchte. Guckt mal bei uns in die Playlist rein, da ist die Tour auch drin. Ja, jetzt gehen wir mal gucken, ob die Barbe schon wieder aufgestanden ist. Da ist die Barbe auch wieder. Ja, ich hoffe, unsere Platzvorstellung, haben wir gesagt, machen wir ein separates Video von. Hat euch gefallen? Habe euch alles gezeigt? Ich denke mal, ich habe nichts vergessen. Auch die Hunde diesmal nicht. Ich habe noch was. Was? Jeden Donnerstag ist hier in Lester Titt Markt. Werden wir nicht erleben. Doch. Doch. Mhm. Ich meine, da fahren wir nach Hause. Weiter. Mhm. Freitag erst. Also, wisst ihr Bescheid, Donnerstag ist Markt. Ja. Ne? Mhm. Ja, ansonsten super Platz. 18 Euro haben wir, glaube ich, bezahlt pro Nacht. Jetzt kleiner Platz ist, habe ich schon erzählt. Hast du schon erzählt? Hast du auch erzählt, wie teuer das ist? Wir haben ja welche, die uns angesprochen haben, Abonnenten von uns aus Bitburg. Mhm. Liebe Grüße. Ja, genau. Gehen raus, ja. Und mit Axi-Card 15 Euro. Ja, die haben wir aber nicht gehabt. Die haben wir immer noch nicht, aber wir arbeiten dran. So, ja, das soll es jetzt zu dem Platz gewesen sein. Wir haben ja noch ein paar mehr Videos von hier gemacht. Oder genau. Die kommen noch oder einige kamen auch schon, wie auch immer. Genau. Nur wir haben ja den Platz stellen wir separat vor. Ich habe euch alles gezeigt. Und, jetzt habe ich die Drohnenaufnahmen. Ne, die habe ich schon eingespielt. Die spiele ich eigentlich. Da habe ich vorhin vergessen zu sagen, aber ja. Die muss ich dann noch irgendwie da reinhauen vorher. Ja, okay. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Platzvorstellung von mehr oder weniger diesmal mir gefallen hat, Barbara hat sich auch aufgrund unserer harten Wanderung erstmal ausgeruht. Genau. Ich habe euch erzählt, dass wir da an dem Tag. Ja. Lasst gerne Daumen nach oben da, Kanal abonnieren, kostet nichts, wisst ihr ja. Und auch gerne was in die Kommentare schreiben. Ja. Gerne auch, wenn wir was vergessen haben sollten oder so. Wenn ihr den Platz vielleicht kennt und auch noch einige Tipps habt, auch noch Tipps habt für die Umgebung hier. Immer rein, sind andere Leser oder Mitgucker, sage ich mal einfach, wirklich dankbar für. Ja. Und dann kommt man so ein bisschen in Kontakt, man kann ein bisschen hin und her schreiben, ist auch mal ganz nett, finde ich. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, in dem Fall bist du jetzt wirklich fertig. Ich bin jetzt aber fertig, ja. Ich sehe wieder außen meine Mütze, ne? Wir beiden Hübschen. Sind jetzt raus. Tschüss. Ciao.